Rückstände bei einem unserer geschätzten Mitglieder führten zu dieser drakonischen Maßnahme, die bis zur vollständigen Bezahlung in Kraft bleibt. Lieber Gott, noch so einer aus dem Süden. Tronzo, was glaubst du, was du da tust? Was immer ich getan habe, es bitte, tut mir leid. Tut mir ich nichts, guter Herr. Da! Auf! Das ist süß, oder? Ich gehe besser anderswohin. Wie kann man sich nur so... Misericordia, bitte. Mich nicht. Verehrte Kunden, ich habe nur ich das Beste. Was ihr wisst, dass ich nur Ehre habe. Wenn ihr nicht mit eurem Einkauf zufrieden seid, biete ich einen Umtausch für jedes andere Werk. Unter ein paar Gewinnen. Ich bin nur zu Besuch. You pack in! Oh!
Kommt, kommt, seid nicht schüchtern. Kommt, lasst mich euch mit meiner Erfahrung einladen. Danke dir! Schätze, wir sollten ihn festnehmen. Du bist ja lustig. Und nun stirbst du! Lass sie den Zorn Gottes spüren. Was ihr suchtet. Ich verstehe. Stadt Ruhm und Freude schenken. Die Meister der Gilde wünschen allen ein erfolgreiches neues Jahr. Idiot! Heilige Madonna! Damit beweisen. Eine bekannte Mama im Namen des Medikus Maestro Basini. Alle die Hilfe. Das sollte erstmal genügen, aber passt in Zukunft besser. Freunde, diese Not. Thank you.
Ciao, Signore. Und empfehlt uns bitte weiter. Heilerdienste. Glaubt mir, ihr werdet euch bald besser fühlen. Oh, bitte, Herr. Ich gehe. Buongiorno. Bringt mir die Kranken und Verwundeten. Hier ist nichts für dich, Caffone. Gottes Wille geschehe. Erinnert euch an die Ausbildung, Männer. Meine Freunde, ich habe frischen Schafsurin und wegen eines kleinen Ausbruchs von Pestilenz muss die öffentliche Messe mit dem Kardinal. Kommt, kommt, seid nicht schüchtern. Du hast hier nichts zu schaffen. Hau ab! Pflege für alle! Ich habe dringende Termine. Hier ist nichts für dich, Caffone. Da ist er! Lajou! Ah!
Besser als die Tiere in der Wildnis. Ich habe damit nichts zu tun. Lasst mich in Ruhe! Assassine! Tötet die Rennen! Ich muss weg hier! Presto, presto! Assassino! Hilfe! Was soll das, Gott? Noch ein kosmischer Witz? Buongiorno. Suff abgeschlossene Wette oder so. Welcher Teufel hat euch geritten?
ich noch nie gesehen. Hilfe brauchen, sind hier willkommen. Buongiorno. Salute, Saezio. Sollen wir uns die Liste anschauen? Buon viaggio! Ezio, komm rein, komm rein. Was bringt uns diese Ehre? Ich wurde von Il Magnifico aus Florenz geschickt, um mich um unerledigte Dinge zu kümmern. Ich suche nach Jacopo de Pazzi. Ha, wer tut das nicht? Wir suchen schon seit Tagen. Dann hilft uns vielleicht, was ich bei mir habe. Eine Liste der Mitverschwörer. Einer von denen wird sprechen, bevor er stirbt. Exzellent. Diese Männer haben sicher nicht die Möglichkeit von Jacopo. Dann sind sie auch leichter zu finden. Ich setze sofort meine Späher darauf an. Ich danke euch für die Hilfe, Onkel. Und ich habe noch etwas für euch. Weitere Codex-Seiten. Ah, mal sehen, was wir lernen können. Was ist das? Welcher Prophet? Was habt ihr gefunden, Onkel? Nur noch ein Geheimnis. Der Text, grob übersetzt, bedeutet, nur der Prophet kann sie öffnen. Außerdem gibt es Hinweise auf zwei Edensplitter,
Aber die Seiten geben keine Antwort, Neffe. Jedenfalls nicht alleine. Du musst noch mehr finden. Dann müssen wir abwarten, Onkel. Ich habe eine Mission zu erledigen. Wie du willst. Also, wenn du diese Bastarde bezwingen willst, muss ich dir aber noch etwas beibringen. Triff mich auf dem Übungsfeld. Na gut, Ezio. Du beherrschst Konterangriffe. Aber was, wenn dein Gegner das auch kann? Normalerweise gebe ich ihnen keine Gelegenheit. Harte Worte bieten wenig Schutz gegen Templerstahl. Dann bitte, Maestro. Bringt mir bei, was ich tun muss. Ausweichen! Figlio di Troia! Genießt die Fahrt in die Hölle! Figlio di Troia, genießt die Fahrt in die Hölle! Coraggio! Sono... das zu Ende. Ketche, aspetti il permesso. Armer kleiner Dich, stirb. Sollen wir tanzen? Ugh.
Das möchte ich noch mal sehen. Nur noch einmal, Ezio. Figlio di Troia, genießt die Fahrt in die Hölle. Magnifico. Und wieder hast du meine Erwartungen erfüllt. Signore, wir haben Jacopos Männer gefunden und warten auf euren Angriffsbefehl. Sag den Männern, keiner rührt sich, bis sie mit Ezio gesprochen haben. Verstanden? So sei es. Geh, Ezio. Besuche meine Söldner im Hinterland. Schau, ob Jacopos Lakaien dich zu ihm führen. Aber sei vorsichtig. Sie erwarten dich sicher. Der Preis der Perfektion kann nicht in Münzen gemessen werden. Komm, Freunde! Komm, Freunde! Eine Freude, Geschäfte mit euch zu machen. Ah, da seid ihr ja. Hört, wir haben Stefano da Bagnone gefunden. Folgt einfach dieser Straße und ihr kommt zu dem Kloster, wo er Obdach sucht. Wartet, bevor ihr aufbrecht, nehmt dies. Benutzt es, um eine Ablenkung zu kreieren. Mein Dank, Freund. Lasset uns beten, Bruder.
werde ich nicht kennen. Ich will den Blick von dem. Den Schutz des Herrn. Wenn ihr denkt, dass der Herr dann werden wir euch. Aber bitte, wenn ihr wollt, dann wir sicher. Nur die Wahrheit. Des Herrn. Die einzige rationale Reaktion, wenn man mit der Aussage konfrontiert, dass da ein unsichtbarer Verrückter gibt. Und glaubt, wenn eure Bibel irgendetwas wert ist, dann hat der völlig den Verstand verloren. Wie könnt ihr so reden? Ihr tragt das Priestergewand. Nur weil es mir die Gelegenheit gab, in die Nähe der Medici zu gelangen. Aber ihr habt recht. Ich sollte mich wohl umsehen. Nachdem der Assassine erledigt wurde. Ha, dieser unheilige Dämon. Wenigstens hier stimmen wir überein. Man sagt, der Teufel hätte ihm übernatürliche Geschichten... Mit euer Begehr. Der Teufel? Nein, diese Geschenke machte er sich selbst. Ich passe besser, ich muss wachsen. Jetzt werde ich sehen, wer recht hatte. Wo ist Jacopo? Ich habe wohl nichts mehr zu befürchten. Sie treffen sich im Schatten der römischen Götter. Alle Angst sei dir genommen. Requiescat in pace.